Und jetzt geht's los. Hier, dieser Schmiernippel gehört gewechselt. Hier oben könnt ihr es sehen, hier ist keine Eisenkugel. Also da ist eine Feder mit einer Kugel. Hier kann man es sehen, hoffe ich. Das heißt, das dichtet ab. Und hier ist es nicht abgedichtet. Das heißt, da muss ich einen neuen Schmiernippel hinein. Es ist jetzt ein paar Tage später. Ich habe diese Schmiernippel bestellt und der ist heute mit der Post gekommen. Jetzt werde ich ihn montieren. Den alten heraus und den neuen hinein. Hier ein kurzer Blick. So sieht der neue aus. Und der hat oben diese Feder, die sich, wenn ich mit der Fettpresse reinpresse, geht die zurück. Und das Fett kann hier hinein in das Lager. So, jetzt schraube ich das alte Lager heraus. Sauber ist es ja noch. Es wurde ja nichts gearbeitet mit der Maschine seither. Und hier war das Gewinde auch hin. Jetzt bin ich gespannt, ob das, was da schuld war. War der Schmiernippel schuld oder das Gewinde bei der Maschine. Jetzt ist das heraus, das werfe ich weg. Das stimmt, ja. Also dieses Gewinde zieht wieder. So. Der schaut hier ein wenig vor und hier auch. Das alte werfe ich weg. So, jetzt ist dieser Schmiernippel neu und hier ist der alte und hier der neue. Warum das so ist, dass der vorschaut? Original war da sicher ein anderer drinnen. Denn wenn man hier mit einem Teil anfährt, ist das eigentlich kaputt. Hier dasselbe, das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Wilma! Wilma, raus! Komm raus, geh her! Das ist mir so eigentlich noch gar nicht aufgefallen, dass das so vorschaut. Wenn man hier wirklich nicht aufpasst, kann man da irgendwas beschädigen. Also in Zukunft immer aufpassen, dass es repariert. Und wenn Schmiernippel nicht gehen, immer rausschauen, neues hineinschrauben. Bestellen, gar kein Problem. Das war jetzt überhaupt keine Hexerei. Ich habe die Maße vom Gewinde angegeben und die Maße, welcher Schraubschlüssel passt und ein Foto mitgeschickt. Das ist ein Flachkopf-Schmiernippel, glaube ich, sagt man dazu. Und so habe ich das bekommen. Und jetzt kommen wir zur Schmierung der Maschinen. So, diese kleine Fettpresse ist jetzt leer. Jetzt habe ich die aufgeschraubt. Druck das Ganze hinaus. Jetzt gleich hier ein wenig abwischen. Und werde sie mit Fett befüllen. Ich habe hier ein offenes, da ist hier nichts mehr drinnen. Wie ich das hier rausbekommen soll. So. Das werfe ich gleich weg. Das muss ich jetzt hier abwischen. So. Hier kommt so eine Abdeckung hinein. So, jetzt kann ich weiter. Jawohl, kommt schon wieder. So, jetzt schmier ich weiter da hinten, da kann ich euch nicht mitnehmen, denn da hinten ist kein Platz für euch. Ich habe vorher, wie ihr mit wart, die Hälfte der Schmiernippel nicht gesehen, weil die Kamera den ganzen Platz eingenommen hat. Achtet auf eure Figur. So, das blase ich jetzt ab. Und da wird jetzt überall ein wenig Öl hineingegeben. Das ist wichtig, dass die alleine zurückgehen, denn wenn man was hobelt und das wirft seinen zurück, ist das nicht sehr lustig.
So, Hebel kann man schmieren. Ich glaube, da nehme ich jetzt diesen Spray. Hier noch. Geht das auch gleich leichter. So, die Kette sollte ich ordentlich abblasen. So. Die Kette habe ich jetzt auch noch eingelassen mit Öl und jetzt kann ich hier zumachen. Und jetzt ist wieder Ruhe eine Weile. So, jetzt drehe ich den Strom auf und jetzt werden wir hören, ob sich die Maschine anders anhört. Motorbremse. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gehört habt, aber es war schon ein Wahnsinn, wie gut sich das jetzt angehört hat. Ah, irgendwo stehe ich jetzt an. Ah. Hat sich extrem ruhig und leise angehört. Traumhaft. Die Fräse haben wir auch schon, die Hobelmaschine. Jetzt kommt noch die Bandsäge an die Reihe. Bei der Bandsäge ist es ganz einfach. Die hat hier überall so Kammern. Hier ist eine, dann, wo ist noch eine? Sonst ist hier keine. Dann beim Rad hier unten ist was. Also diesen Behälter habe ich angefüllt mit Schmierfett. Und jetzt drehe ich das wieder hinein. Passt. Da spürt man regelrecht den Widerstand immer. Und wenn ich jetzt nachdrehe, wird es wieder locker. So, jetzt hier nicht mehr. Und hier das obere Rad hat dasselbe. Jetzt drehe ich hier an. Jetzt ist es wieder locker, jetzt kann ich wieder andrehen. Und jetzt quasi drehe ich das Schmierfett hinein. Und sie ist wieder geschmiert. Also ganz, ganz einfach. Ich glaube, hier unten hat sie hier unten noch was. Nein. Oder? Nein. So, alles ist geschmiert, das macht man regelmäßig. Das hat jetzt mit Kamera sehr lange gedauert. Ohne Kamera wäre es relativ schnell. Ich habe versucht, überall zum Hinklettern. Da wäre ein zweiter ideal gewesen, der mir die Kamera gehalten hätte. Aber Erich hat ja aufgelegt, hat ja nicht helfen wollen. Ich hätte ihn ja gefragt. Er hat es ja so weit nicht kommen lassen, dass ich ihn fragen hätte können.
Erich hat eine sehr lange Nummer. Das war ein langer Weg, bis ich mir das gemerkt habe. Servus Erich, wie schaut's aus? Wie geht's dir heute? Hast keine Zeit auf einen Kaffee? Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Wir sehen uns. Servus. Er hat eigentlich das Gespräch eigentlich abgewürgt, kann man sagen. Ja, lieber Erich, schöne Grüße hier an dich. Du hättest mir helfen können. So, leider nicht. Das Video mit der Kanterschleifmaschine, wenn die restauriert wird, weiß nicht, kommt das vor diesem Video oder danach. Alles ist in der Schwebe. Auf jeden Fall brauche ich noch ein paar Teile, die mir fehlen. Dann kann ich sie fertig instand setzen. Ich sage wieder, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Achtet auf eure Maschine. Pflegt eure Maschinen. Ich werde jetzt eine Runde spazieren gehen, denn immer nur Kaffee und Kuchen geht mit der Dauer aufs Herz. Und ich will ja, dass mein Herz, meinen Körper quasi noch einige, ja. Tschüss, danke. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen ein Fahrtsvideo, aber ja, was soll's.